Irmgard Gries von den NEOS ist am Wort. Werte Mitglieder der Regierung, meine Damen und Herren, nur so viel vielleicht zum Herrn Innenminister, weil Sie die Juristen angesprochen haben. Bei der Aufhebung der Suspendierung des Herrn Griedling hat das Bundesverwaltungsgericht in der Sache entschieden. Und das Bundesverwaltungsgericht bemängelt die lebensfremden Pauschalierungen, auf die die Suspendierung gestützt wurde. Das heißt, sie wurde als rechtswidrig aufgehoben. Zu Ihnen, Herr Abgeordneter Jennewein, nur so viel. Es ist nicht die Opposition, die sich die Themen erfindet oder die Themen selber macht. Die werden frei Haus geliefert. Und die Opposition kann sie nur aufgreifen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen und mit einem Zitat aus der Hamburger Wochenzeitung zur Zeit. Und zwar geht es dort in dem Artikel um das Deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da wird gesagt, die Affäre, und jetzt ersetze ich statt Bundesamt für Amt und für Migration und Flüchtlinge durch BVD, die Affäre um das BVB verhält sich wie das Schälen einer Zwiebel. Man dringt von außen nach innen vor und Schicht um Schicht steigen einem mehr Tränen in die Augen. Das sind Tränen der Wut, des Zorns und der Trauer. Die erste Schicht in der BVD-Geschichte ist die spektakuläre Hausdurchsuchung, die heute schon ganz breit erörtert wurde. Man kann nicht leugnen, am Anfang hat man das versucht, dass Daten mitgenommen wurden, die mit den Anschuldigungen, die dann später als Grundlage bekannt geworden sind, nichts zu tun haben. Ob sie zurückgestellt haben, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls, man hat einmal genommen, was man kriegen konnte, vor allem aus der Extremismusabteilung. Die zweite Schicht hier sind die Grundlagen für die Hausdurchsuchung. Und da hat sich herausgestellt, dass das im Wesentlichen ein Papier war, das im vergangenen Herr Klubobmann Rosenkranzer, wir haben in, entschuldigen Frau Abgeordnete, dass ich Sie kurz unterbreche, wir haben in der letzten Präsidialkonferenz eine Debatte darüber gehabt, wie wir im Haus auch die Zwischenrufe, die ein parlamentarisches Instrument sind, nützen. Und es war gerade die Diskussion, dass es natürlich gegenüber dem Rednerpult immer diese lauten Zwischenrufe, noch dazu welche, die an der Grenze sind, was die Verletzung der Würde des Hauses betrifft. Wir alle Fraktionen ersuchen, davon Abstand zu nehmen. Ich wollte das jetzt nur noch einmal in Erinnerung rufen und bitte nun die Frau Abgeordnete auch mit ihren Ausführungen weiterzuführen. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Dr. Gries. Frau Abgeordnete, ich gebe Ihnen diese Redezeit noch dazu, die ich Ihnen jetzt auch für diese Erläuterungen genommen habe. Sind die Grundlagen, die dazu geführt haben, dass es diese Hausdurchsuchung gegeben hat, auch das ist schon des Langen und Breiten erörtert worden. Und die dritte Schicht ist die Schicht, die mir als ehemalige Richterin in einem ganz besonderen Maß die Tränen in die Augen treibt. Das ist jenes Protokoll aus dem Justizministerium über die Besprechung dort mit Bilnacek, ist heute schon ein paar Mal erwähnt worden, in der es darum ging, warum denn, anders als sonst üblich, die Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht das Einvernehmen mit der Oberstaatsanwaltschaft und mit dem Justizministerium hergestellt hat, bevor es diese spektakuläre Hausdurchsuchung gemacht hat. Und da steht im Protokoll, dass der Grund war, weil man gefürchtet hat, dass aufgrund der Nähe zur ÖVP, der ehemaligen Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft, das BVD vorgewarnt werden könnte.
Und dazu muss man wissen, die ehemalige Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien ist seit 1. Februar dieses Jahres Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs. Sie hat sich im Bewerbungsverfahren gegen mehrere Senatspräsidenten des OGH durchgesetzt, die seit Jahren am OGH sind, obwohl sie vor ihrer Ernennung als Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien nur einige Jahre Richterin am OGH gewesen war. Und ich nehme an und ich halte das jener Vertreterin der Korruptionsstaatsanwaltschaft zugute, dass sie gar nicht gewusst hat, was sie damit gesagt hat, als sie diese Befürchtung ausgesprochen hat. Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Es ist der Vorwurf, dass eine Höchstrichterin aus parteipolitischer Loyalität ihren Amtseid brechen könnte. Das ist ein Bild des Rechtsstaates, das einem die Tränen in die Augen treiben muss. Und es zeigt, dass es dringend notwendig ist, die Staatsanwaltschaft aus der Zuständigkeit eines Regierungsmitgliedes herauszulösen. So wie in anderen zivilisierten Ländern, dass es einen Generalstaatsanwalt gibt, den das Parlament bestimmt. Vor allem deshalb, weil es den unabhängigen Untersuchungsrichter nicht mehr gibt. Und gäbe es ihn noch, ich bin überzeugt, dass es dann nicht zu dieser Aktion gekommen wäre. Denn auch Sie selbst, Herr Innenminister, Sie selbst glauben offenbar nicht an die Stichhaltigkeit dieser Vorwürfe gegen Griedling. Denn sonst hätten Sie doch nicht, nachdem die Suspendierung aufgehoben wurde, mit ihm gemeinsam vor die Presse treten können und sagen, das ist mein Partner und mit dem baue ich das BVD wieder auf. Das ist doch ein Widerspruch, wie er Ärger nicht sein kann. Und Herr Innenminister, ich habe Sie immer als Oppositionspolitiker sehr geschätzt und ich appelliere jetzt an Sie, nehmen Sie die Verantwortung wahr, die Sie seinerzeit immer von Regierungsmitgliedern eingefordert haben. Danke. Die Staatsanwaltschaft müsse aus der Verantwortlichkeit eines Ministeriums herausgenommen werden, sagt Irmgard Gries von den NEOS. Sie appelliert an Minister Kickl, jene Verantwortung wahrzunehmen, die er selbst als Oppositionspolitiker früher immer von Regierungsmitgliedern eingefordert hat.